Yeah, willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Nachdem wir jetzt unseren Asteroiden abgeliefert haben, wo er hingehört, ein neuer Mond sozusagen. Bring a newly available. Klasse A. To Kerbin. Am Arsch. Viel zu billig. Oh, das ist eine 3-Sterne-Mission. Warum ist das so? Das ziehen wir uns gleich mal rein. Ich schätze, das ist problematisch und deswegen... Gut, Yule, Minmus, R from Minmus, ja genau, das machen wir jetzt. Science Starter from Space Round Lathe. Units of R from Tres, genau, wir wollten zuerst nochmal die Mission an den Start bringen, schauen wir mal. Erstmal, was es da überhaupt an Kohle gibt für, Moment. Ja, das hält sich in Grenzen. Hier ist natürlich awesome. Okay, aber wir gucken jetzt gerade mal die Moon-Geschichte da an. Was wir da machen sollen. Wo ist er denn? The Moon. Da ist er. The Moon. So, wo ist der entsprechende? Ist er das? Moon Satellite 4, 2, 1. Wieso ist das eine 3-Sterne-Mission? Also wenn es sich um das Satellite 4 handelt, ist es eigentlich easy going. Wieso dann 3 Sterne? Wahrscheinlich, weil er keinen Sprit mehr hat, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil er ist um the Moon. Ich nehme das mal an. Gucken wir mal. Machen wir das zuerst mal. Haben ja sonst nichts zu tun. Dress 53 Tage. Heißt also, wir gehen erst nochmal nach Moho, logischerweise. Das kann weg. Und das ist er, ne? Der da. Fly it. So, gucken wir mal. warum das so ist? Warum ist das eine 3-Sterne-Mission? Weil der Orbit ist jetzt nicht umgekehrt oder so. Sprit haben wir eindeutig genug. Okay, ich meine, wir kommen hier an die Ascending Node. 6 Grad. Ascending Node 6 Grad. What the fuck? Warte mal, ich muss mal die anderen ausblenden. So. Das ist einfacher. Ascending, Descending Node da. Also eindeutig da. Endmanöver. Da die uns jetzt wieder nichts schenken, gehe ich mal stark von aus. Nur so rein optisch. Ah, so. Machen wir erstmal den da. So, dass wir auf 0 Grad kommen. Theoretisch. So. Naja. So. Naja, so. Ah, zu viel. Zu viel. So, okay, mache. Ach so, der ist old, deswegen. Old shit. Energie haben wir ja wohl genug. Okay, cool, müssen wir halt per Hand machen. Macht ja aber nichts. In 4 Stunden, das kann kein großer Burn sein, 19 Meter die Sekunde. So. Dahin. Und exactly, so. Ich warpe zum nächsten Manöver. Weil, warum nicht? Und dann fliegen wir das doch geschmeidig und so. Hoffentlich genau. I don't know. We will see. Ja, selbst so nur 2 Sekunden. Okidoki. Fangen wir bei 5 an mit halber Geschwindigkeit. Komm, da geht noch was. Bisschen noch. So, perfekt. Okay, gut. Jetzt müssen wir es eigentlich nur noch ausweiten. Sprich, an der Periapsis die Apoapsis. Bro, great. Da, Warp hier. Okay, come on. Und dann müssen wir noch ein bisschen Fresh Minmus Ore klar machen. Warp hier. So, dann aber Prograde. Das Ding dreht sich ja relativ schnell. Yep. Siehst du, es ist genau 0 Grad. What to say? Nothing!
Okay. Keine Ahnung, warum das eine 3-Sterne-Mission ist. Joink. Und an der Apoapsis, same shit again. Warp hier, 5 Stunden. Und dann passt das theoretisch, ziemlich genau. What? Warum 5 Sterne? Raffi-Schnitt. 5 Sterne, vor allem. Es gibt nur 3. 3 Sterne. Come on. Sasmi. Dann gucken wir mal, dass das auch noch passt. Sollte, theoretisch. Jetzt machen wir sogar noch weiter da vorne. Warp hier. Joink. Sogar einen Ticken danach, theoretisch. Aber ich denke, so geht's auch. Jo, klar, guck. Guck, so geht's auch. Immer noch 0 Grad. Und got it. What the hell? That was pretty easy. Okay, jetzt drehen wir uns nochmal so, dass wir da auch mehr Sonne tanken. Endeffekt. Ne? So, alles klar. Gut, das war's. Das war eine 3-Sterne-Mission. Warum? Okay. I don't know up in Space Center. Und dann gehen wir nach Minmus und meinen dort etwas Ore. Frage ist, müssen wir es zurückbringen? Wahrscheinlich schon. Rescue Tenmin. Nee, heute nicht. Einfach nur acquire. The hell? Jeps? Okay, 850, das ist natürlich deutlich mehr. 3000. Aber wir machen das trotzdem, wir gucken mal, was unser Mining Thingy dazu zu sagen hat. In der Theorie. Gucken wir mal, wo das Ding ist. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. 850 müssen wir natürlich an Bord haben. Welches war denn das? No Atmosphere Lander, sehr sicher. Or Transport Mark. Small Mark 1. Small Mark 2. What? What is the difference? Gucken wir mal. Achso, ja, okay, warte mal. Da können wir es, glaube ich, sehen. What the difference will be. Achso, Moment, da sehen wir es doch. Ore 0 von. Ja, da geht nicht viel. Weil das sind die kleinen Ore-Tanks. Das wird nicht reichen. Wo sehen wir denn jetzt, wie viel da reingeht? Erst wenn wir es launchen wahrscheinlich. Das ist natürlich uncool, oder? Ja, klar, muss ja. Muss ja. Aber das ist sowieso ein Return-Ding. Weil heißt Ore Transport, aber ist auch eigentlich in Ordnung. No Atmosphere Lander. Ore Transport Mark 1. Load. Das ist natürlich trotz alledem eine große Rakete. So, hier gehen nämlich rein 300. Mit Scanner. Wir launchen das mal. Mal gucken, wie viel es insgesamt sein sollte. Ich meine, wir brauchen 850, nicht 3000. Aber wenn hier 3000 reingehen, nehmen wir das Ding als Grundlage. Und deswegen würde ich das dann benutzen, um da hinzufliegen jetzt. Resources or 3600 sogar. Also ja, das wird funktionieren. Allerdings brauchen wir den Survey Scanner. Theoretisch schon, jetzt nicht. Dementsprechend. Es ist die Frage, was es kostet. Moment, Assembly, mal gucken. Und dann schicken wir den natürlich erstmal nach Minmus, geschmeidig. Mus. Minmus, geschmeidig. Start retracted. Nee, start not retracted, weil geht nicht. So, das Teil, was kostet das? Das M700 Survey Scanner, das ist Science, oder? 1500, naja gut, okay, damit können wir leben. Auch mit dem Converter können wir leben, aber was wir hier jetzt noch nicht drin haben,
was wir natürlich brauchen. Ganz, ganz, ganz sicher. Open. Nukularspaß, nett zu vergessen. Alter, sind hier viele Batteries drin, aber gut, das muss halt. Strom. Nukular. Dos. Nukular. Thingos. Dos. Joink. Ich hoffe, die sind drin, wenn ich das schließe. Close. Jawohl. Awesome. Okay, saven. Launchen. Müssen wir natürlich dann später anpassen. Ja, auf die Nuklearraketen. Ah, ich hoffe, ich denke da dran. Da waren noch ein paar Änderungen zu machen. Bin mir nicht mehr sicher, was es war. Scheiße, ich hab's beim Editieren gesehen. Hab's vergessen. Egal. Ziehen wir jetzt erstmal durch. Wir fliegen damit jetzt mal nach Minmus. Weil Mus. Okay, der hat auch alles da drin. Das ist schön. RCS. Ja doch, komm, RCS nehmen wir jetzt auch mit. Und launch. That shit. Ja, der ist halt schon schwerer. Aber das da oben, das sollten wir dann eh anpassen. Obwohl Dress wahrscheinlich gar keine Atmosphäre hat. Da müssen wir landen. Das wird lustig. Nicht. Nicht. Aber ich denke, es wird trotzdem irgendwie funktionieren. So, 50 Sekunden. Dann kann der Scheiß schon mal weg. Ich hoffe, das Staging ist in Ordnung. I hope so. Müsste aber eigentlich. Da er nicht returnen muss, ist das eigentlich auch erstmal in Ordnung. Allerdings sind wir viel zu schnell. Mit langsamer werden, das ist schon ein bisschen beschleunige, wäre gut. Aber die Raketen kommen gleich weg. Ah, da ist die Kleine in der Mitte. Okay, gut. Dann ist ja in Ordnung. Auch mal wieder ein Tagstart, das freut mich natürlich gerade. Etwas zumindest. Obwohl wir den Scanner jetzt hier nicht benötigen, haben wir ihn halt einfach mal mitgenommen. Macht ja nichts. Okay. Jetzt kann er auch Tag und Nacht bauen, weil er die Nukleardinger dabei hat. Das ist auch wieder ein Vorteil. 2, 1 und tschüss. Tschüss. Bye. Wow. Ist immer so knapp. So, 8 Kilometer gleich. Bald Gravity Turn dann. Ah, 9 Kilometer, Gibi. G-Turn. In the house. Oh, nicht so weit. Nicht so weit. Joink. So, da, ja, bleibt da. Great. Okay, gut. 14 Kilometer, sehr schön. Gravity Turn. There you go. Eine Minute, bis dieses Triebwerk auch geäst ist. Ja, die gehen gar nicht ab, ne? Ja, da müssen wir ein bisschen was optimieren, aber generell ist damit zumindest mal die Minmus-Mission, denke ich, doch denkbar. Ich denke doch, dass sie denkbar ist. 47 Sekunden mit den Triebwerken noch. Bis dahin sind wir schon fast im Orbit. Gefühlt. Muss ich auch noch nicht mal mehr beschleunigen. Ja, jetzt muss ich aber ganz schön dagegen halten. Ich sehe es gerade. Hier ist auch kein Reaction Wheel drin, oder? Nicht wirklich. Deswegen. Okay. Solange du nicht abhebst, alles gut. So, auf 90 Grad kannst du ja wohl mal bleiben. 21 Sekunden. Okay, ist immer noch nicht im Orbit. Noch lange nicht. Aber macht ja auch erstmal nichts. Danach haben wir 5 Minuten mit der mittleren Stage. Der da. Das ist natürlich auch in Ordnung. Wir müssen die Tanks mal austauschen, ehrlich jetzt. 3, 2, 1. Bye. Vollgas. Nicht umkippen, ne? By the way. Okay, 66, 67. Wir können langsam schon mal dahin. Jo, eindeutig können wir jetzt schon dahin. Ah, nicht überschlagen. So, jawohl. Genau so. An der Horizont, ab geht er. Ab geht er. Sauber. Danach haben wir immer noch sau viel. Ja, okay, Delta. Das ist gut, freut mich. Das freut mich. Aber das Ding reicht gerade mal so für Minmus, ne? Ist natürlich auch wieder so eine Sache. Aber gut. Okay, wir kriegen das auf jeden Fall gebacken. Hoffe ich. I hope so.